Hallo Lieben, Christian Schemeier, ich bin Psychologe und so weiter und so weiter. Mein Material, meine hervorragenden Kurse schon von vielen, vielen, vielen Menschen durchgeführt. Richtig geiler Content. 97% Weiterempfehlungsquote findest du auf liebische.de. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter. Und wir haben das Thema toxische Freundschaften heute. Wenn du auch so eine Mail schicken willst, geht auch über liebische.de. Und ja, wir haben eine Mail von Sislewska. Gut, hallo Christian, ich habe ja gerade dein neues Video gesehen und dachte mir, meine aktuelle Situation passt einfach 1:1 dazu. Es war das mit dem Zeitalter, ich verlinke das hier, glaube ich, mal dann, Zeitalter der toxischen Freundschaften. Vielleicht ist die Geschichte was für deinen Vlog, da ich denke, es geht um eine toxische Freundschaft. Momentan stehe ich davor, Entscheidung, ob ich die über 10-jährige Freundschaft zu meiner besten Freundin beende. Wir sind zwar wirklich grundverschiedene Menschen. Das Einzige, was wir vielleicht teilen, ist unser Humor. Sie ist total extrovertiert und ich bin introvertiert. Gut, man will ja auch nicht immer die gleichen Menschen als Freunde haben, also die genauso sind wie man selber. Von daher, das ist ja erstmal alles okay. Dazu kommt in meinem Fall, dass ich seit dem etwa, gut, so viel dazu. Nun zu der aktuellen Situation. Letzte Woche ist meine Oma ins Krankenhaus gekommen und es war schnell klar, dass sie das nicht überleben wird. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und habe Abschied genommen. Erstmal mein allerherzliches Beileid. Ich weiß, so ätzend, wenn Menschen sterben. Und ja, nimm die Zeit dafür und ja. Eine halbe Stunde, nachdem ich gegangen bin, ist sie dann leider auch verstorben. Okay, ja, habe ich jetzt schon vorweggenommen, ja. Einen Tag später hatten mein Mann und ich Richtfest, stecken mitten im Hausbau. Alles in allem, es war eine echt harte Woche. Meine beste Freundin hat mir eine Stunde, bevor unser Richtfest angefangen hat, schriftlich abgesagt, weil sie zu viel auf der Arbeit zu tun hat und es wahrscheinlich nicht schafft. Zum Richtfest. Die beste Freundin. Ja, wenn jetzt ein Konzert gewesen wäre von, weiß ich nicht, Beyoncé oder was weiß ich, was gerade angesagt ist, hätte sie wahrscheinlich Zeit gehabt, ne? Vermute ich mal. Ne? Und wahrscheinlich weiß sie ja auch, dass du dann einen Todesfall hattest und kann ja auch ein bisschen später kommen zum Richtfest. Ich habe mir vorgenommen, ihr erst am Folgetag zurückzuschreiben, da ich nicht in eine traurige Stimmung kommen wollte. Am nächsten Tag habe ich jedoch in ihrer Instagram-Story gesehen, dass sie stattdessen mit einer anderen Freundin essen gegangen ist und auf dem Weihnachtsmarkt war. Boah, was für eine illoyale Sternchen, ey. Da fragt man sich doch, hat man das nie gesehen? Ist sie erst jetzt so? Oh Mann, es tut mir total leid. Ekelhaft, kann ich nur sagen. Ich finde sowas absolut ekelhaft, ey. Wirklich, echt. Oh. Ego. Hauptsache, ich kann mein Ding machen. Dann sollen sie es doch mit offenem Visier machen. Sollen sie sagen, weißt du was, du bist mir so fucking wenig wert, dass ich anstatt zu deinem beschissenen Richtfest lieber mit einer Freundin rumsaufen will auf dem Weihnachtsmarkt. Das wäre wenigstens ehrlich, ne? Das wäre in the face, ne? Darf sie. Und dann ist die Sache aber klar, ne? Aber dann so rumlügen, ne? Oh. Das hat mich wirklich sehr verletzt und ziemlich sauer gemacht. Um nicht aus Emotionen heraus zu schreiben, wollte ich mir noch Zeit lassen mit meiner Rückmeldung. Sonntagabend habe ich mir dann alles von der Seele geschrieben, habe darauf geachtet, eher Ich-Botschaften zu senden und keine Du-Botschaften, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Naja, es ging trotzdem nach hinten los. Ja, das ist ja, also ich bin einmal ein Punkt von meinem Leben, wo ich sage, Leute, ich habe wirklich genug gemacht. Also wer mit mir nicht klarkommt, dann soll der sich weiterentwickeln. Ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Therapien, Coachings, Ausbildung, was weiß ich. Ich bin durch, ich mache keinen Handschlag mehr. Das ist mein Punkt gerade. Und wer dann, wenn jemand mir nicht klarkommt, dann soll der sich an sich arbeiten. Weil das ist immer das Problem, wenn man so im, was du vielleicht bist, weiß ich nicht, im Pluspol bist oder ein bisschen co-abhängig. Man überlegt sich immer alles, Ich-Botschaften, Du-Botschaften und der andere, ja, scheißt einfach drauf und ja, belügt dich mal einfach von vorne bis hinten so. Und das ist aber auch, da ist mir durchaus dieses Konzept von Robert Beetz relativ nah mit dem Arschengel oder auch, sagen wir es mal lieber, ich finde es eigentlich noch besser bei Jung mit dem Schatten.
Sie ist auch ein bisschen dein Schatten, ne? Vielleicht lebst du deine schweinischen Anteile nicht richtig wo. Das hat mich jemand gesagt, nur ich darf nicht schweinisch sagen, weil Schweine so liebe Tiere sind. Ja, ist okay. Wolf darf ich auch nicht mehr sagen, weil Wölfe auch so liebe Tiere sind. Aber okay, ich denke mir mal ein neues Tier aus. Ja. Gut. So, am nächsten Tag bekam ich die Antwort. Meine Wortwahl wäre respektlos. Ja, es ist einfach, das ist wieder so ein 1:1:5-Moment. Du hast ihm alles bemüht und alles. Und du bist jetzt aber respektlos, während sie so fucking respektlos ist, wie eine Freundin überhaupt nur sein kann. Also schlimmer geht's ja fast gar nicht. Okay, nee, schlimmer geht's immer. Aber ja, das ist ein 1+1=5-Moment. Da kannst du sagen, ah, okay, für dich ist 1:1:5. Okay. Dann ist hier wohl so ein Graben zwischen uns, der nicht überbrückbar ist. Und da kann man auch gar nichts zu sagen, weil vielleicht denkst du das, also vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, ich kenne sie nicht, vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen und attackiert dich deswegen, ist nicht gut. Oder sie denkt, du bist 1:1=5, aber was überhaupt keinen Sinn macht. Das ist einfach entweder totale Ich-Bezogenheit oder totale Unbewusstheit, kannst du nichts machen. Es wäre total unpassend, sie gerade damit zu konfrontieren, wenn ich wüsste, was bei ihr los ist. Ist bei ihr auch jemand gestorben und sie hat ein Haus gebaut? Wahrscheinlich nicht. Würde ich solche Worte nicht in den Mund nehmen. Sie klärt sowas nicht bei WhatsApp, weil sie ja keine 12 mehr ist. Ich wäre emotional unreif. Da ich ihr Verhalten von dem Tag als asozial betitelt habe. Du hast sie als... Ja! Das hätte ich auch geschrieben. Ist asozial, sorry. Kann man nicht anders sagen. Das ist noch nicht mal irgendwie gemein oder sowas. Ist einfach asozial. Fertig. Also es ist so. Das ist noch nicht mal fies oder so. An dem Punkt hatte ich meine Emotionen vielleicht nicht ganz unter Kontrolle, aber sie selbst beleidigt ständig Menschen als... Oh. Ich will das Video jetzt nicht demonetarisieren lassen. Also als H... F... oder sonstiges. Allgemein ist ihre Sprache, sagen wir mal, eher umgangssprachlich. Wie ich immer wieder sage, der nette Kumpel, mit dem ich früher Hallenfußball gespielt hat, erwähne ich immer wieder, der einen immer auf ekelhafteste Weise von hinten gefault hat und wenn man ihn selber mal ein bisschen angepustet hat, kannst nichts machen. 1:1=5. Das willst du sagen. Ja. So, damit nicht genug. Sie könnte mir auch jetzt 10.000 Dinge aufzählen, ja, wo ich mich nicht wie eine beste Freundin verhalten habe. Sie musste immer zurückstecken wegen Erkrankungen bei mir und konnte mich nie auf Dinge ansprechen, weil ich ja so labil bin. Ja, dann soll sie mal aufzählen. Ich meine, es bringt gar nichts damit zu reden, aber ich würde wahrscheinlich sagen, ja, erzähl mal, wann denn? Wann war ich so fucking illoyal wie du jetzt dieses Wochenende? Erzähl mir mal. Fakten. Also immer, wenn ihr mit in so toxischen Situationen seid, Fakten. Ganz ruhig. Erzähl mir mal. Da wird sich nichts finden, kann ich verwerten. Die hätte sowieso nicht kommen können, weil sie kein Fach hatte. Ja, und wir wissen ja, habe ich ja schon vor Videos gesagt, die Außerirdischen, die mal ganze Städte unter ihre Gewalt bringen und Autobahnen abreißen und so, da nützt auch nicht mal was ein Fahrer, was willst du da machen, ne? Sie hatte mir ein paar Tage vorgeschrieben, ob sie jemand aus dem Ort mit zu unserem Haus nehmen könnte. Das habe ich verneint, weil alle eher aus der Ecke kamen, wo wir unser Haus bauen. Naja, sagte sie dann, sie hat halt keine Lösung und ich habe ihr auch keine Lösung angeboten. Ja, das ist alles deine, das ist persönliche Schuld und Kehr. Deine fucking Schuld. Wieso schickst du ihr keinen Fahrer? Natürlich kann sie da nicht kommen. Also normalerweise kriegt sie Hubschrauber und jetzt kriegst du mal... Was sollen sie denn da machen? 20 Minuten mit dem Auto, womöglich muss ich einen Bus nehmen oder selber fahren oder mal ein Auto leihen. Das geht natürlich nicht. Und natürlich muss ich dann auch belügen, weil du so labil bist. Ja. Also gibt es mir eine Mitschuld daran, dass sie nicht kommen konnten, nach allem, was mir in den Tagen so passiert ist. Andererseits sagt sie, es geht ihr momentan nicht gut und ich würde es ja nicht mehr hinterfragen, wieso sie sich so verhält. Also es ist wirklich eine ganz schlimme Freundschaftsmail und man sieht die Parallelen zu toxischen Liebesbeziehungen, glaube ich. Also das ist wirklich so ein Gaslighting, also das ist echt schlimm.
Okay. Wie gesagt, wenn das jetzt alles so ist, wie du schreibst, sicher, aber ich denke schon, das wird schon so sein. Also, und du würdest kein Verständnis zeigen. Also, du hättest sie jetzt, als du gesehen hast, dass sie sich fucking beschissen hat, hättest du sie jetzt noch anrufen sollen und du, was ist denn mit dir? Hast du gerade Probleme, dass du mich so ins Gesicht lügst? Oh, so schlimm, ey. Okay, gut. So, ich habe sie in letzter Zeit öfter gefragt, ob es ihr nicht gut geht. Ja, ich meine, das ist Gaslighting, das ist, kannst aber nichts machen, ne? Und das Einzige, was mir irgendwann noch erzählt wird, war, dass sie nächstes Jahr einen Gesundheitseingriff hat und sich deswegen so verhält. Also wenn er erst nächstes Jahr ist, kann er, aber das hängt ja alles nicht miteinander zusammen. Also deswegen, trotzdem hat sie dich, da müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Mit anderen Freunden kann sie doch ständig was unternehmen, sie ist eigentlich nur unterwegs. Bei mir wird jedoch schon lange, oft in letzter Minute abgesagt, weil es ihr nicht gut geht. Ja, offensichtlich bist du in ihrer Prioritätenrutschliste nach unten gerutscht. Ich meine, das kann passieren. Aber dann sollte man das auch mit offenen Karten spielen, so, ne? Und nicht sagen, es geht auch nicht gut. Es gab auch immer wieder Situationen in unserer Freundschaft, die für mich eigentlich ein No-Go sind. Beispiele. Ja, die lassen wir jetzt mal so ein bisschen zu spezifisch, glaube ich. Das sind nur einige Beispiele. Hab den Fehler gemacht, immer alles runtergeschluckt, nie wirklich angesprochen, hatte wenig Selbstwertgefühl. Durch meine Weiterentwicklung habe ich ja vieles bei mir geändert und ich möchte mich nicht mehr alles gefallen lassen, sondern meine Werte, die ich habe, vertreten und für mich einstehen. Ja, dann wirst du auch andere Menschen anziehen und damit, also selbst wenn man jetzt sagt, jeder Mensch ist gleich viel wert, jeder lebt sein Leben, jeder ist am anderen Stand, muss man einfach sagen, du vibrierst aus ihrer Schwingung raus und dann gehen die Sachen auseinander. Du kannst halt die Rolle, die dir zugedacht ist in dieser Beziehung, nämlich die co-abhängige Rolle, kannst du nicht mehr spielen. Und dann geht's auseinander. Weil sie ihr egoistisches Verhalten nicht verändert, so, ne? Kann man nur in Liebe annehmen. Ne? Mir scheint, als wäre sie absolut kritikunfähig. Ja, hört sich ganz so an. Und als würde sie gerade versuchen, alles so zu drehen, dass sie am Ende die Schuldige dasteht. Ja, das nennt man Gaslighting. Weiß jetzt nicht, dass sie eine Narzisstin ist, überhaupt nicht, weil Gaslighting ist einfach, ich rede ja immer lieber von Verhaltensweisen, finde ich viel mehr auf den Punkt. Da wird ja auch die neue ECD-11-Diagnosesystem auch in die Richtung gehen. Und das ist einfach, ganz egal, wie sie sonst ist, ist einfach als Beschreibung eines Beziehungsverhaltens ist es Gaslighting. Das machen auch nicht nur Narzissten, das ist einfach eine ätzende eine ätzende kommunikative Technik. Hat bestimmt jeder schon mal gemacht, ne? Auch Co-Abhängige, aber ist einfach nicht in Ordnung. Wir wollen ein persönliches Gespräch führen. Ja, das wird, also kann ich, glaube ich, vorhersehen, dass das nicht viel bringen wird. Sie hat schon angekündigt, dass sie auch so einige Dinge ansprechen möchte. Natürlich war ich bestimmt auch nicht immer fehlerfrei. Ja, aber sie ist jetzt sauer, dass du nicht mehr so co-abhängig bist. Und sie wird dir jetzt ordentlich was vorkoffern und das wird keinen Spaß machen. Diese Freundschaft ist doomed. Ich habe keine Glaskugel vielleicht, aber ich glaube da, solange du nicht wieder deine alte Rolle einnimmst, wird sie beleidigt sein, dass du nicht mehr die Unterwürfige spielst. So. Durch die ganzen Vorfälle habe ich mich immer mehr von ihr distanziert und mein Vertrauen zu ihr verloren. Ja, brauchst du eigentlich gar nicht mehr mit ihr reden. Das würde ich mir echt überlegen, weil das wird schmerzhaft werden, glaube ich. Aber wenn sie mich gebraucht hat, war ich immer da, egal was. Das kann ich von ihr nicht behaupten. Ja, aber dann ist keine Freundschaft, ne? Und dann, das ist manchmal auch so ein co-abhängiger Gedanke, meine ich, aber ihr könnt ihr gerne mal kommentieren, dann ist vielleicht an der Zeit, dass andere für sie da sind. Also ich weiß nicht, ob das so gesund ist, dann immer noch zu sagen, ja, ich mache das weiter, weil ich eine gute Freundin sein will, aber sie ist für dich keine gute Freundin, weil hier in der, natürlich ist unbedingte Liebe was Schönes, aber hier in der Dualität haben wir halt die Gesetze der Dualität und eins der Gesetze ist, dass Beziehungen so einigermaßen ausgeglichen sein müssen, ne? Mehr über die Gesetze der Dualität in meinem neuen Buch. So. Was noch nicht raus ist, aber schon vorbestellbar bei Amazon. So. Mittlerweile empfinde ich unsere Freundschaft als sehr toxisch. Lass mir überlegen. Ja. Ich glaube, dass wir nicht zusammenpassen. Nee, nicht mehr. Gerade auch wegen meiner Themen. Sie versteht mich einfach nicht und zeigt keine Empathie.
und du hast wahrscheinlich zu viel gezeigt. Das ist immer, es spiegelt sich immer, ne? Tut mir nicht gut, tendiere aktuell eher zu, die Freundschaft in dem Gespräch zu beenden, wenn da nicht noch eine überraschende Einsicht kommt. Ich würde aus heutiger Sicht, aber das sage ich nur, ist nur eine Meinung, ne? Würde dieses Gespräch gar nicht mehr führen, weil das sind häufig so Situationen, wo es nochmal richtig einen in die Fresse gibt, also im übertragenen Sinne. Aber kann verstehen, wenn du es machst. Mich würde trotzdem deine Einschätzung interessieren. Mein Umfeld melden wir zurück. Was ich auch drüber denke, aber vielleicht sind sie auch einfach nur emotional befangen. Freundesrat ist oft guter Rat, weil die stecken ja nicht drin, ne? Ist immer leicht, sowas zu sehen, wenn man nicht drinsteckt, ne? Freue mich schon auf das Buch, werde ich mir definitiv zulegen. Ja. Liked meinen Kanal. Wir wollen ja, bis das Buch da ist, die 30 da stehen haben, 30.000. Und macht mit. Sagt mal euren Freunden, liked mal Hemschies Videos, weil ich habe das früher mal relativ wenig gemacht und ja, wenn man es nicht anspricht, man kann ja auch trotzdem die Videos gucken, ohne zu abonnieren und ja, aber ich wollte das mal so ein bisschen aufstocken und freue mich natürlich auch, wer will auch zusätzlich über Kanalmitgliedschaften, wenn ihr was zurückgeben wollt, energieausgleichmäßig und in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.